Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen BEN-Ausgabe und heute das erste Video zum Thema Eco Grand Prix Team TNE, Thüringer Netzwerk Elektromobilität. Und ich habe einen ganz wichtigen Gast heute in der Sendung, und zwar den Gerd. Und das ist kein geringerer als der Teamchef des Teams TNE. Gerd, direkt mal die Frage an dich. Also erstmal herzlich willkommen und direkt die Hallo. erste Frage an dich. Wie stehst du zum Elektroauto? Was sind bisher so deine Erfahrungen? Was ist dein Elektroauto-Hintergrund? Das wird eine lange Geschichte. Versuch's so kurz zu fassen. Das Gesabbel mache ich. Ja, will ich den nicht wegnehmen. Okay. Ja, seit 2013 fahre ich auch oder ab 14 komplett elektrisch. Okay. Ja, okay, 15 komplett elektrisch. Und ja, solange wie kein Umzug ansteht, wird halt Was, mit was elektrisch hast du gefahren. angefangen? Also, weil du sagst 2013? Da gab es nicht viel und ich habe mich für den billigeren entschieden, was ein Fehler war, Renault Ah, und ich glaube, den hast du sogar auch noch. Kann das sein, dass du den noch zu Hause stehen hast? Ja, den haben wir immer noch als Stadtauto fahren. Er fährt auch noch. Was hast du für eine Reichweite dann noch? 50 Kilometer oder ist es noch mehr? Nee, er zeigt schon noch 90 bis 100 Oh, Kilometer an, das wenn ist doch man gar die nicht. Heizung halt auslässt. Ja, okay, aber das ist ja mal gar nicht so schlecht. Zeigt doch, dass selbst die ersten Batterien die Jahre dann doch zumindest teilweise überstanden haben. Und was war dann dein erstes richtiges Elektroauto? Weil du hast ja davon gesprochen, 2015 wäre es richtig losgegangen. Ja, das war dann Model S, Okay. in der Vorführer mit wenig Ausstattung. Und welches Modell? Ein 85er oder was war das dann? 85 S ohne Autopilot, also so. Okay, aber gleich dann richtig angefangen und gleich auch das Supercharger-Netz 2015 war ja sicherlich auch schon okay. Also mit anderen Worten, da hast du wenig leiden müssen, vermute ich jetzt mal. Ja, doch, wir waren dann 2015 schon in Rom damit und da Okay. gab's, da hat der gemeldet, das Navi, sie entfernen sich jetzt von jeder bekannten Supercharger-Station, die sie noch erreichen können mit dem, was im Akku drin ist. Da Okay. gab es zwischen Bologna und Rom noch keinen Supercharger, aber Tesla hat mir Ladekarten für die italienische Stromversorger, ich glaube Enel heißen die, besorgt, kostenlos, weil es gab ja noch nichts zum Superchargen in Rom, vor Rom und das hat super geklappt. Also da gab es immer Parkplätze in Rom in der ersten Reihe. Okay, also mit anderen Worten, du hast dann auch schon so ja eine gewisse Leidensfähigkeit der ersten E-Mobilisten musstest du dann damals doch dann auch noch mitbringen, zumindest auf Langstrecke. Naja, gelitten haben wir nicht wirklich. Okay, gut. Jetzt habe ich dir die Chance gegeben, ein bisschen Sympathiepunkte zu sammeln, aber okay. Ja, also man sieht, du bist auf jeden Fall dann eingefleischter E-Mobilist. Davon gehe ich mal aus. Was fährst du jetzt aktuell? Also im Moment habe ich den Fluence, ein Zoe und ein Sechstel von dem Model 3. Okay, und da kommen wir nämlich jetzt auch schon direkt zum Thema Eco Grand Prix. Was genau ist denn das, was dich da fasziniert? Was hat dich dazu veranlasst zu sagen, okay, ich guck mal, ob ich ein Team zusammenbekomme und möchte gern an dem Eco Grand Prix teilnehmen? Und ich glaube, hast du schon an vorherigen Terminen teilgenommen oder ist das jetzt der erste, wo du mitfährst? Das ist mein erster. Letztes Jahr war ich persönlich verhindert. Ein paar vom TNE waren dort als Zuschauer oder auch als Fahrer, als Mitfahrer in einem Team. Und die waren auch relativ begeistert. Und da habe ich mir gedacht, einer muss es in die Hand nehmen, muss da mal eine Anmeldung wegschicken. Will ja immer keiner vorne wegrennen, aber einer muss es halt dann tun. Und da habe ich halt, als die Plätze knapp wurden, noch schnell mal den Platz, glaube ich, mit der Nummer 30 gesichert. Später wurde Ja. dann auf 40 oder 50 Autos aufgestockt. Nee, 50 ist es jetzt, glaube ich. ich glaube, der 39 waren schon aufgelistet. Da habe ich gesagt, jetzt musst du schnell noch reservieren, musst du schnell bestellen, sonst können wir wieder nicht mit, sonst sind wir wieder nicht dabei. Und ja, danach wurde es noch mal ein bisschen aufgestockt, glaube ich, jetzt auf 50 Ja, Autos. und was genau reizt dich an dem Thema Eco Grand Prix? Jetzt neben dem, dass die anderen vom Thüringer Netzwerk E-Mobilität begeistert davon waren, was hat dich dazu veranlasst zu sagen, ich mache auch mit, weil es ist ja auch eine gewisse Anstrengung und das ganze Wochenende ist ja auch rum und es kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Ja, ein Abenteuer. Ja, normal Elektroauto fahren ist ja nicht wirklich ein Abenteuer. Mit einer Zoe kommen wir nach Leipzig, kommen wir nach Kassel, kommen wir, Erlangen war ich schon, auch ohne Laden. Und wie gesagt, da ist noch ein gewisses Abenteuer drin. Wie viele Runden schafft man, klappt alles, funktioniert das DC-Ladewandlergerät und so weiter. Also
Und der Teamgedanke einmal und ja, und wie gesagt, mit Model 3, denke ich, hat man schon recht gute Chancen da, ich sag mal, jetzt hast du schon gleich die nächste Frage, die nächste Frage gleich vorweggenommen. Wir werden also mit dem Model 3 Long Range teilnehmen, ne, ja, was du jetzt momentan praktisch fährst. Du hast da auch so eine Eigentümergemeinschaft. Wie funktioniert das? Weil du sagst, du hast ein Sechstel, das heißt, es sind 5 weitere an Bord. Wie teilt ihr euch das Auto auf? Ja, bevor alles unterschrieben wurde, hat man sich schon mal Gedanken gemacht, wer in welchem Monat es unbedingt haben möchte. Mir war jetzt zum Beispiel ein Monat im Sommer wichtig. Im Winter war es mir nicht so wichtig, weil ich da nicht in Urlaub fahren will und kann. Und ja, es hat sich zufällig ergeben, dass ich halt auch im November dran bin. Ende November in der Eco Grand Prix stattfindet. Und da habe ich gesagt, dann nehmen wir das Auto. Ein schönes Auto da mit dazu teilzunehmen. Man kann auch mit einer Zoe teilnehmen. Da haben auch welche gut abgeschnitten mit einer Zoe. Aber wie gesagt, wenn man mitfährt, will man ja auch möglichst weit vorn liegen. Und wir haben da so ein paar Spezialisten im TNE, ja, die. Aber nicht zu viel verraten, die stellen wir ja auch noch vor, ne? Also das ist ja noch ein Geheimnis, aber du hast auf jeden Fall ein paar Strategiespezialisten auch in dein Team geholt. Mich siehst du wahrscheinlich nicht als Strategiespezialist, das nehme ich dir persönlich auch nicht übel, würde ich auch nicht sehen, wenn man so schlecht beim E-Cannonball abschneidet wie ich. Aber da dann auch gleich die nächste Frage, weil es gibt ja jetzt so eine gewisse Schwierigkeit dabei, weil es müssen sich immer 2 Teams beim Eco Grand Prix, also es müssen es jetzt in Oschos leben, eine CE-Dose teilen und wir oder das Team TNE teilt sich die Dose mit in Product Denkt Elektrisch vom Oliver und vom Erik, ne? Und ja, wo siehst du denn jetzt das Hauptproblem? Weil es ist ja auch die Frage, wie können sich die Teams gegenseitig so respektieren, dass sie sich nicht ins Gehege kommen, in Product Denkt Elektrisch fährt mit dem S75. Glaubst du, dass es da Probleme geben kann? Ja, es ist zwar eine ähnlich gleiche Akkugröße, aber ich denke mal, wenn man am Anfang und am Ende sich vernünftig abstimmt, wird auch ein Model S nicht mehr verbrauchen, wie er in einer Stunde nicht mehr verfahren, wie er in einer Stunde nachladen kann. Also der Verbrauch auf 100 Kilometer wird nicht über die 22 kW übergehen, die da Ladeleistungen gestellt sind. Deshalb denke ich, wird man sich absprechen müssen, arrangieren, aber das müssen die anderen Teams ja auch. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass es eigentlich problemlos klappen sollte. Ja, und jetzt noch die Frage, du als Teamchef, was ist denn dein persönliches Ziel für den Eco Grand Prix? Wo willst du landen? Sagst du, Mittelfeld ist okay? Sagst du, ich möchte schon im vorderen Drittel sein? Oder hast du Treppchen angepeilt? Ohne die Strategie jetzt zu verraten, natürlich. Ja, wenn man schon mitmacht, will man natürlich auch vorne mit dabei sein. Und das wäre Treppchen bis erstes Drittel. Ist die Zielsetzung. Okay, also es ist schon ein bisschen Ehrgeiz auch dabei, aber der Spaß steht trotzdem im Vordergrund. Es wird jetzt keiner gelüncht, in Anführungszeichen, wenn er mal irgendwo einen Fehler macht bei der Fahrt und vielleicht mal eine halbe Stunde zu schnell fährt und man dafür ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, an Platz einbüßt, oder siehst du es schon richtig verbissen? Nee, verbissen auf keinen Fall. Also dafür sind wir in Thüringen zu gesellig und wie gesagt, das wichtig ist, dass alle, die teilnehmen, auch die in der Box mithelfen, dass es denen Spaß macht, dass es nicht in zu viel Stress. Stress wird sicher auch werden, aber es soll ja nicht so sein, dass jeder sagt, nein, da mache ich nie wieder mit, da will ich nie wieder hin. Ja, aber das natürlich ernst nehmen. Sein. Ernst nehmen sollte es natürlich jeder und das tun auch alle, so wie ich das mitbekommen habe. Und wie gesagt, du hast ja auch ein paar Strategen im Team. Also ich sehe auch die Möglichkeit, aufs Treppchen auf jeden Fall zu fahren mit den Leuten, die dabei sind, auch mit dem Auto, was mit am Start ist. Also von daher, ich glaube, du bist da nicht so optimistisch. Also mit Model 3 sollte auf jeden Fall was möglich sein. Ja, Gerd, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du auch in Erwägung ziehst, mich mit ins Team zu holen, ne? Da hast du ja dann praktisch deine Achillesferse dir schon rausgesucht. Ich hoffe aber, dass ich dann nicht dazu beitrage, dass das der Podestplatz nichts wird. Aber hast du denn noch was du loswerden möchtest? Ja, wie gesagt, und meine Miteigentümer würden sich natürlich sehr freuen, wenn du mal unseren Referral-Code posten würdest, sodass wir vielleicht mal den einen oder anderen Kilometer, ich sag mal, vergünstigt fahren können. Weil, wie gesagt. Was ist denn der Vorteil? Nur damit man es auch, also wer jetzt guckt und überlegt, einen Tesla zu bestellen und das über euren Referral macht, welchen Vorteil hat dann derjenige?
Im Moment gibt es, glaube ich, 1500 Kilometer Strom zum Okay. Tesla dazu, wenn ich mich nicht irre. Und wir bekommen halt auch 1500 Kilometer Strom Also von beide Tesla Seiten geschenkt beim profitieren Supercharger. praktisch. Sodass beide gleich. Und es gibt, glaube ich, auch noch ein Gewinnspiel, wo man dann, ich glaube, ein Y oder irgendeinen tollen Tesla gewinnen kann. Okay. Aber Ja, da ich aber nicht der das, Gewinnspielfreak bin. ja, und vor allen Dingen, das sind die Chancen wahrscheinlich, ja, zwar besser als bei der Lotterie, ganz klar, aber es gibt ja so viele Referrals auch von den großen YouTubern allein, also das wird sicherlich schwierig, da ein Auto zu gewinnen. Aber die 1500 Kilometer freies Superchargen, das ist ja auf jeden Fall was wert. Deshalb packe ich auch auf jeden Fall unten ins Video zum ersten Mal in meinem Leben einen Tesla-Referral rein. Also wenn ihr das seht und wollt euch einen Tesla bestellen, dann nehmt den Code vom Gerd. Die freuen sich, wenn ihr da mal 1500 Kilometer auch ihnen ermöglicht und auch euch selbst sichert. Ja, Gerd, dann vielen Dank. Du als Teamchef bist natürlich die Autoritätsperson. Und ich muss natürlich sehen, dass ich es mit dir nicht verderbe. Deshalb sehr schicke Küche im Hintergrund. Ne? Ist deutlich schickerer Hintergrund als mein unaufgeräumtes Büro. Ich danke dir dafür, dass ich im Team dabei sein darf. Wobei eine Ungewissheit gibt es ja noch, aber das klären wir auch noch. Und ansonsten freue ich mich auf Ende November, wenn wir zusammen dann beim Eco Grand Prix am Start stehen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Na, ich danke dir und vor allen Dingen, wie gesagt, die Werbung für den Eco Grand Prix, die du da machst, ist fast unbezahlbar. Sag ich mal so. Wir wollen mal nicht übertreiben, aber wir geben uns schon Mühe, dass wir auch den Eco Grand Prix noch ein bisschen bekannter machen, in unseren Möglichkeiten. Ne? Ja, Na, gut, ich Gerd. danke dir. Ich danke dir auch und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend dir noch. Tschüss. Tschüss.